Hey Sadhguru, ich bin's Mike. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Motorradtour durch Amerika. Und ich hatte eine Frage an dich. Ich habe mich gefragt, wie wir im Jahr 2020 mit all diesen Dingen, du weißt schon, ich meine Vielfalt und Spaltung und all die Kontroversen mit dem Coronavirus, wie glaubst du, dass wir Frieden in diese Krise bekommen werden? Namaskaram, Mike. Hier ist Sadhguru. Ich habe gehört, dass du wieder für einen Kampf trainierst. Bist du bereit, den Terminator zu bekämpfen? Nein, nein, nein. Nimm das nicht ernst. Lass mich. Okay, das bin ich, wie du sehen kannst. Kein Schlagen, okay? Was den Frieden betrifft, den Frieden, wir müssen verstehen, dass der Frieden nicht in Amerika, Afrika, Indien oder sonst wo stattfinden wird. Frieden kann nur in uns selbst entstehen. Und wie alles, was die menschliche Erfahrung betrifft, geschieht dies nur aus unserem Inneren heraus. Das gilt auch für den Frieden. Nun, eine Möglichkeit, es darzustellen, ist, dass alle menschlichen Erfahrungen eine chemische Grundlage haben. Wir müssen das erforschen, wie wir eine Chemie der Glückseligkeit schaffen können. Darum geht es bei Inner Engineering. Es tut mir leid, wir waren nicht in der Lage, dir die Übung beizubringen. Wenn du bereit bist, werde ich einen der Lehrer bitten, zu dir zu kommen und dir die Übung beizubringen, die eine Chemie der Friedlichkeit und der Glückseligkeit schaffen wird. Dies ist der einzige Weg vorwärts für die Menschheit. Wenn wir erwarten, dass die äußeren Umstände für uns alle wunderbar sind, nein, jederzeit können sie sich umkehren, wie du gerade siehst. Aber die äußere Situation ist nicht die eigentliche Sache. Das, was in uns geschieht, ist die eigentliche Sache. Und wir können sicherstellen, dass das, was in uns geschieht, so geschieht, wie wir es wollen. Natürlich, wie du sagst, du willst Frieden. Wenn der Friede eintritt, wirst du Freude wollen. Wenn Freude eintritt, wirst du Glückseligkeit wollen. Wenn Glückseligkeit eintritt, wirst du ekstatische Zustände des Seins wollen. Nun, all dies ist möglich innerhalb eines Menschen, wenn wir nur bereit sind, uns umzudrehen und das zu tun, was in uns selbst notwendig ist. Es ist mein Wunsch und mein Segen, du musst Frieden und Glückseligkeit kennen. Alles, was möglich ist, was wir tun können, werden wir für dich tun. Die anfängliche Aufforderung zum Kampf, nimm das nicht ernst mit mir, okay, bitte. Alles Gute für dich, wofür du auch trainierst. Es ist wunderbar, dass du in diese Phase deines Lebens zurückkommst, zumindest aus Spaß an der Sache, wenn auch nicht aus Wettbewerbsgründen. Es ist wirklich großartig, dass du in der Lage bist, dies überhaupt zu versuchen. Wunderbar. Du musst mit mir fahren, Mike. Ich erkunde das spirituelle Amerika auf meinem Motorrad. Fahr mit mir.